So, hallo Leute und willkommen zum finalen Part von Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest. Jetzt fragt ihr bestimmt, weshalb ich da schon Donkey Kong Mütze habe, weil ich habe dort gegen King K. Rool nochmal bestritten, weil er von Haifischen überlebt hat. Und da habe ich in allererster Welt eine Donkey Kong Mütze verpasst. Wie peinlich. Und hier muss man einfach nur ausweichen. Also er hat nur ein Leben. Also bis jetzt ohne Probleme. Bis jetzt ohne Probleme. So, jetzt schießt er immer drei Stück davon. Mal so, mal so. Jetzt schießt er einen nach. Und das müsste schon gewesen sein. Ach komm. Oh, jetzt wiederholt er diese ganze Schoße. Holy shit, der betrügt! Ja, komm schon, King K. Rool. Ist das Hardcore? Der betrügt! Der miese Betrüger! Ist ja Hardcore! So. Ja, Anfang ist noch einfach. So, jetzt schießt er drei Stück. Dann hier nochmal. Ach, komm schon. Das ist der einfachste Boss-Battle überhaupt. Ihr müsst diesen Schoße nur überleben. Alter, ah ah. Das ist echt einfach. So kompliziert ist es nicht. Aber ich muss ja auf dumm stellen. So. Wieder die drei Schüsse. So, jetzt gib mir den dummen Fass und saug auf. Bingo! Oh ja, lass es nur brennen! Diesen Ego-Plasma! Ha, nicht schlecht, meine Fresse! Endlich habt ihr es geschafft! Das hat aber ewig gedauert, dass ihr das alle Donkey Kong Mützen gesammelt habt und den Kremlin Coins
und dann nochmal den King K. Rool bezwingt habt. Ich hoffe, euch hat's eine Lehre gereicht, um diesen ersten Platz zu bekommen. Und verpasst bloß nicht den nächsten Tag von Donkey Kong Country, weil da werde ich wieder dabei sein. Nur nicht vergessen, Spitze! Ah ja, und der King K. Rool entkommt mir. Natürlich. Und das war's, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wirklich ein grandioses Let's Play ist es draus geworden. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und bis zum nächsten Teil. Ciao.